Hallo, du bist auf der Suche nach Microsoft 365 und Windows 11 Shortcuts, die dir das tägliche Überleben im Business-Alltag sichern? Dann bleib dran, ich habe dir heute meine Favoriten zusammengestellt und erzähl dir ein bisschen was dazu. Hallo, mein Name ist Timo Lenz und ich und mein Team von Vero Consulting, wir führen digitale Prozesse und digitale Lösungen auf der Microsoft-Plattform bei unseren Kunden ein. Das heißt, wir arbeiten tagtäglich am PC und mit Microsoft 365. Ich stelle dir heute meine Favoriten vor, von angefangen einfachen Screenshots bis hin zu den etwas komplizierteren Sachen, ist alles mit dabei und wir fangen gleich an, nämlich mit dem erwähnten Screenshot machen. Das machst du natürlich am besten mit den Tasten Windows, Shift und S. Ja, da muss man ein bisschen üben, das ist ein bisschen komisch. Und dann startet sofort das Snipping-Tool von Windows 10 oder Windows 11 und du kannst einfach deinen Screenshot machen. Wähle vielleicht oben noch kurz einfach am Bildschirmrand aus, ob du ein ganzes Fenster, den ganzen Bildschirm oder einen Bereich selektieren möchtest. Und schon hast du das gemachte Bild in der Zwischenablage. In der ganz neuesten Version von Windows 11 kann das Snipping-Tool auch Videos aufnehmen. Das heißt, du kannst jetzt deinen Bildschirm aufzeichnen, ohne ein Drittanbieter-Tool zu nutzen oder in ein Meeting zu gehen und dort auf Aufnahme zu drücken. Ganz easy, super coole Funktion. Als nächstes, du musst immer wieder auf Dateien zugreifen, das heißt, du brauchst den Explorer. Das heißt, du öffnest den ganz einfach mit Windows und E und schon geht der Datei-Explorer auf. Auch hier der kleine Hinweis, mittlerweile kann man sogar mehrere Tabs im Windows Explorer aufmachen. Möchtest du nun diese Fenster nebeneinander andocken, weil du so viele Explorer hast und die schick aufteilen, auf deinem großen Screen hoffentlich, dann kannst du jetzt ganz einfach die Windows und eine Pfeiltaste drücken, zum Beispiel nach oben, um es im Fullscreen zu machen oder nach links oder nach rechts, um es ganz einfach an die Seiten anzudocken. Ein mittlerweile alter Hut ist natürlich Steuerung C für das Kopieren in die Zwischenablage. Das hat, glaube ich, mittlerweile jeder drauf und wird auch tagtäglich zu Tausenden benutzt. Aber um das Ganze wieder einzufügen, gibt es zum einen Steuerung V, aber die richtigen Profis, die nutzen natürlich Windows V. Einmal aktiviert, hat nämlich dann deine Zwischenablage ein Gedächtnis und du kannst auf alle bisher gemachten Zwischenspeicher, also Kopien, die du in deinen Zwischenspeicher kopiert hast mit Steuerung C, zugreifen und dann einfügen. Das braucht dann etwas Übung, weil man muss so ein bisschen seine Herangehensweise, um Dinge zu kopieren, verändern. Das heißt, du gehst jetzt nicht mehr in die eine App, kopierst, gehst in die andere App und fügst es dort ein, gehst wieder zurück, fügst es wieder ein, sondern du kannst jetzt ganz einfach in die eine App gehen, Steuerung C, Steuerung C, Steuerung C und dann gehst du in die andere App und machst mit Windows V und fügst aus deiner Zwischenablage verschiedene Dinge ein. Und wenn das noch nicht genug wäre, dann kannst du in der Zwischenablage sogar manche Dinge anpinnen. Na, solltest du irgendwelche Nummern, Farbcodes oder Bilder haben, die du ständig immer wieder einfügen musst, dann kannst du die jetzt einfach anpinnen und auch nach einem Windows-Neustart stehen dir diese Dinge in der Zwischenablage zur Verfügung. Auch ein altbekannter Klassiker ist das Wechseln von der einen App zur anderen App über die Tastatur. Wenn man mit der rechten Hand schön an der Maus ist und die linke an der Tastatur, kann man wunderbar mit der Alt- und der Tabulator-Taste schön zwischen den geöffneten Applikationen durchwechseln und durchsteppen. Und hier der Bonustipp, wenn du jetzt noch zusätzlich die Shift-Taste drückst, ja, das ist wieder etwas Fingergymnastik, dann kannst du auch zurückgehen, also quasi nach links in die anderen Apps. Dann verlassen wir langsam die Windows-Funktionen und schauen mal in Richtung Teams, unserer Lieblings-App. Dort gibt es eine richtig coole Funktion, nämlich das ist oben in der Suchleiste und wenn man da nicht immer mit der Maus reinklicken will, kann man dort auch ganz einfach mit Steuerung E reinspringen und kann sofort etwas suchen, zum Beispiel den Kanal oder auch irgendeine Nachricht. Wenn du eine bestimmte Nachricht suchst und schon weißt, in welchem Kanal die ist, dann bitte versuch doch einfach mal Steuerung F in einem Kanal. Das ist nämlich die viel konzentriertere Suche innerhalb eines Kanals und Teams sucht dir nicht mehr in der ganzen Organisation, sondern du kannst direkt in diesen einen Kanal suchen, in dem du drin bist. Wer es dann natürlich ganz schnell haben will und zwischen den einzelnen Teams-Apps wie Chat, Activity Feed, Teams,
aber auch Approvals oder irgendetwas anderes hin und her switchen möchte, der kann ganz einfach mit Steuerung und der Nummerntasten direkt zu einer App springen und die Nummerierung ist quasi entsprechend der Anordnung in der Navigationsleiste von deinem Teams. Wechseln wir rüber zu einer weiteren App, die unser täglicher Begleiter ist, nämlich Outlook. Hier meine absoluten zwei Lieblingstasten, löschen und entfernen. Löschen, das ist einmal die Backspace-Taste. Damit kann ich nämlich mit einer Taste wunderbar E-Mails archivieren. Das heißt, die gehen in den bestimmten Ordner Archiv. Und mit der Entfernen-Taste, damit kann ich ganz einfach löschen. Und dann sieht das ganz einfach in meinem Posteingang nämlich aus. Löschen, 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 entfernen, entfernen, entfernen. Und ruckzuck habe ich wieder die schönen Null da manchmal stehen. Und wenn du dann noch mehrere E-Mails auf einmal löschen möchtest, hältst du einfach die Shift-Taste gedrückt und gehst mit der Pfeiltaste nach unten, hast mehrere selektiert und kannst nun wieder wählen zwischen Entfernen oder Löschen zum Archivieren oder ganzen Löschen von E-Mails. Und das waren sie schon, meine Shortcuts, die ich jeden Tag meist mindestens einmal benutze. Und ich hoffe, sie helfen dir. Wenn ja, dann lass bitte gerne ein Abo da. Ansonsten freue ich mich, wenn du das nächste Mal wieder eingeschaltet hast. Bis bald, euer Timo.